Trompete ist von der Tonlage her gesehen das höchste Instrument unter den Blechblasinstrumenten. Zur Familie der Trompeten gehört auch das Flügelhorn und das Kornett. Die Trompete gibt es in zwei Bauarten, mit Drehventilen, auch deutsche Trompete genannt, und mit Pyrenäventilen, fälschlicherweise oft als Jazz-Trompete bezeichnet. Beide Bauarten sind absolut gleichwertig und es ist fast ausschließlich eine Frage des Geschmacks, welches System man bevorzugt. Das Flügelhorn, wie die Trompete in B gestimmt, ist sehr viel weiter gebaut als die Trompete und hat deshalb einen viel wärmeren, runderen Klang. Das Kornett ist etwas kleiner und mit einem engeren Rohrumfang gebaut. Da es etwas kleiner und leichter ist als die Trompete, ist es ein sehr gutes Anfängerinstrument für jüngere Kinder. Ab 7 Jahren kann das Instrument im Normalfall erlernt werden. Das Einstiegsalter richtet sich vorwiegend nach den anatomischen Voraussetzungen wie der körperlichen Entwicklung des Kindes. Den Unterrichtsbeginn wird die Lehrkraft vor Ort entscheiden. Die nötige Zeit, Freude und Ausdauer zum regelmäßigen Üben und Musizieren sind wichtige Voraussetzungen für ein zielführendes und erfülltes Erlernen dieses Instrumentes. Zu finden ist dieses tolle Instrument in der Blasmusik, in der symphonischen Musik, in der Barockmusik, im Blechbläserensemble, Brassband, Jazz- und Popularmusik und in der Volksmusik. Ja, es ist ein cooles Instrument und gefällt mir voll. Trompete ist voll cool. Trompete gefällt mir, weil es ein bärisches Instrument ist, mit dem man eigentlich viele Sachen spielen kann. Klassisch, Jazz, alles Mögliche eigentlich und Bärigsfach. Ich bin der Lukas und mir gefällt das Trompetspielen voll. Irgendwie alles. Es gefällt mir voll gut zu spielen und ja, macht Spaß. Super.